Auch wenn er schon in der ganzen Welt unterwegs war, es zieht ihn immer wieder zurück in seine Heimatstadt an der Leine, Hannover. Hier hat David Milzow seine Band, mit der er regelmäßig Konzerte gibt, und hier unterrichtet er seine Schüler. Ja, hallo. Mein Name ist David Milzow, meines Zeichens bin ich Jazz-Saxophonist. Und ich möchte euch und Sie mitnehmen auf einen Trip durch die grünste Stadt Deutschlands, Hannover. Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt ist man schon wieder mitten in der Natur. Die Ihme ist ein Nebenfluss der Leine. Die Hannoveraner nutzen die Ihme und ihr Ufer für Wassersport, zum Radfahren und Joggen. Was ich besonders empfehlen kann, besonders im Sommer natürlich, eine Tour entlang der Ihme, ein Fluss, der hier langfließt, mitten durch die Innenstadt von Hannover. Und jetzt versteht man vielleicht, warum es auch die grüne Stadt Deutschlands heißt. Und wenn man will, kann man hier kilometerweit, so lang wie man will, Radfahren und kann die eine oder andere schöne Ecke entdecken. Nach der Radtour führt uns David Milzow zu seiner zweiten Empfehlung, der Stadtbrauerei am Egi. Die Privatbrauerei gibt es seit 2007. Ab 18 Uhr ist hier Hochbetrieb. Einmal im Monat spielt David Milzow mit seinem Trio beim Jazzfrühstück in dem Restaurant. Heute aber ist er nur zum Essen hier. Einer meiner Top-Adressen, nicht nur für gutes Essen, sondern auch für gutes Bier, ist hier. Und hier kommt das Bier direkt aus dem Kessel ins Glas. Und ich kann nur sagen, es schmeckt sehr gut. Zum Wohl. Wer sich vorher angemeldet hat, kann sich auch die Brauerei im Keller angucken. Nach eigenem Rezept werden hier drei verschiedene Biersorten hergestellt. Das Hannoverpilz, Weizen und Dunkel. Mit einem guten Bier im Bauch geht es weiter. In den Jazzclub Hannover im Stadtteil Linden, auch Orange Club genannt. Die Musiker, die in den 50ern hier probten, hatten die Wände orange gestrichen, damit der Keller im Winter wärmer wirkt. Seitdem ist die Farbe so geblieben. Am Piano Elmar Brass, herzlich willkommen. Der erste Bürgermeister von Hannover ist auch der Vorsitzende des Clubs. Seine große Leidenschaft ist Jazzmusik. Sogar Jazzgrößen wie Louis Armstrong sind schon hier aufgetreten. An diesem Abend spielt das Elmar Brass Quartett aus Hannover. David Milzow gibt hier regelmäßig Konzerte und ansonsten lässt er sich gern von den anderen Bands inspirieren. Also was ich sehr gerne mache, montagsabend zum Beispiel, hier in den Jazzclub kommen, weil man erstens tolle Konzerte hören kann mit nationalen, internationalen Musikern und weil man natürlich hervorragende, nette, liebe Kollegen trifft und man sich zum Austausch das eine oder andere erzählt. Und das sind David Milzows Tipps für Hannover. Eine Radtour entlang der Ihme. Ein frisch gezapftes in der Stadtbrauerei am Egi. Und ein Konzert im legendären Jazzclub Hannover.